BIW Isolierstoffe GmbH in Ennepetal ist europäischer Marktführer für Silikonextrusion, Kabelschutzsysteme und Silikonformteile. Beim virtuellen Unternehmertreff der Reihe Digital ist nicht gleich digital war IT-Leiter Carsten Fallnig zu Gast in der offenen Werkstatt Hagen und berichtete über das BIW-Konzept zum Schutz vor Cyberattacken. In einem Maschinenpark mit rund 400 Maschinen ist so gut wie alles vernetzt. Das betrifft nicht nur die Betriebsdatenerfassung und speicherprogrammierbare Steuerungen, sondern zunehmend auch die Vernetzung von Sensoren, Aktoren und weiteren Steuereinheiten. Damit steht eine betriebsinterne IT in der Verantwortung, technisch bedingte Störungen oder Cyberattacken mit Schadsoftware, die zu Produktionsunterbrechungen führen könnten, zu verhindern und vertrauliche Informationen zu schützen. Vor allem Kunden aus dem Automotive-Bereich verlangen in sensiblen Bereichen Konformität mit Industriestandards, die auf diese Weise hergestellt wird. Das Sicherheitskonzept von BIW basiert auf dem Gedanken der Segmentierung. Ähnlich wie ein Schott, das das Innere eines Schiffskörpers in wasserdichte oder auch gasdichte Abteilungen unterteilt, werden bei BIW unterschiedliche Sicherheitssegmente definiert. Eventuelle Schäden sollen auf diese Segmente beschränkt werden. Bei BIW kann man deshalb zum Beispiel mit einem Office-PC der Verwaltung niemals auf die SPS-Schnittstelle in der Produktion zugreifen. Die Kriterien für die Einteilung sind das Schadenspotenzial, die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Reichweite potenzieller Risiken. Anhand dieser wird der Schutzbedarf ermittelt. In der finalen Projektumsetzung wird die Segmentierung mit geregelten und limitierten Zugängen erfolgen, die mit einer Mischung aus verschiedenen technischen Lösungen erreicht werden. Dazu gehören Virtual Local Area Networks, Netzwerk Firewalls, Software Defined Networks, Next Generation Firewalls. Damit erreicht BIW eine reduzierte Angriffsfläche und Angriffsreichweite. Die Firewalls werden je nach Einsatz als Open Source Lösung nach freien, offenen Standards oder als proprietäre Systeme ausgewählt. Aktuell befindet sich das Projekt in der dritten von insgesamt 4 Projektphasen und soll 2023 abgeschlossen werden. Aber auch darüber hinaus werden natürlich immer wieder weitere Anpassungen an den jeweiligen Stand der Technik vorgenommen werden. E-Standards, genau richtig für den Mittelstand.